Hallo zusammen, ich habe ein Video gemacht mit unser 46 GT, also die Tiefkühlbox. Da habe ich 30 Flaschen Wasser eingelagert, also 15 Kilo Wasser, und habe dann die laufen lassen mit dieser Batterie hier. Und die Batterie war in 10 Stunden fast leer genuckelt. Und wir hatten nach 10 Stunden vielleicht 3-4 Liter Wasser gefroren. Diese Batterie hier mit der gleichen Box, also mit der normalen Box, also die B46 Standard, auch gefüllt mit Wasser, genau die gleiche Menge, die gleiche Temperatur, genau die gleiche Batterie, und hier haben wir 77%, also das heißt, ich habe 23% gebraucht. Die andere hat sie in 10 Stunden schon näher genuckelt, und da bin ich jetzt, ich sag mal, bei einem Viertel der Batteriekapazität in der gleichen Zeit. Ich habe hier das Thermometer drin, wie beim letzten Video. Und ich habe hier die Temperatur im Kern, habe ich jetzt eine Temperatur von minus 1 Grad. Wenn man guckt, ja. Aber auch beim letzten Video, wir schauen uns kurz von oben her an. Das sieht also so aus. Die Truhe ist gut gefüllt mit Wasser. Die Temperatur hier auf dem Display ist minus 13 Grad. Und das Wasser nehmen wir raus und zählen mit. Nicht gekühlt, also gekühlt ist es. Es ist kalt. Also trinkbar, überhaupt kein Problem, aber gefroren denke ich, dass hier keine einzige Flasche ist. Also das heißt, die ist jetzt Volldampf durchgelaufen. Hier ist nichts gefroren. Keine Flasche ist kalt, die hatten eine Starttemperatur von plus 17 Grad. Beim letzten Video waren, könnt ihr das Video, verlinke ich euch logischerweise. Hier ist keine Flasche gefroren. Sind alle gut kalt, aber keine Flasche. Oh, hier. Hier habe ich eine Flasche, die so ein bisschen angefroren ist. Und zwar lag die hier unten, wo wir das Kältemittel einspritzen. Ja, aber ich sage mal, hier ist der größte Teil der Flasche immer noch flüssig. Das heißt, eine Flasche konnten wir jetzt hier ein bisschen anfrieren. Hier hat noch mehr Flaschen drin, also genau die gleiche Menge, 30 Flaschen waren in dieser Kühlbox. Ja, was mache ich jetzt? Also die Kühlbox hat logischerweise viel weniger Strom gebraucht, weil sie hat nur einen Standard BD35 Kompressor drin. Aber wir können die einstellen auf minus 18 Grad. Aber sie hat einfach nicht die Leistung, um eine solche Menge Wasser zu gefrieren. Hier verlinke ich euch den gleichen Test, aber mit einer dreimal stärkeren Kühlmaschine oder dreimal stärkeren Kühlbox. Und hier mache ich den Test weiter. Also wir schauen jetzt, wie weit sind wir. Ich bike das alles wieder rein. Mit dieser Box, wenn dann die leer ist. Die Batterie leer ist. Weil wenn die Batterie leer ist, dann müsste ja das Wasser genau gleich gefroren sein wie
bei der Box, die ich hier verlinke, wo ich halt viel schneller runtergekühlt habe. Ja, hier das Video mit der stärkeren Kühlbox und hier das Folgetest von dieser Box. Ich wünsche euch einen schönen Tag.